Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Max Payne 3. Und bei der Mohunjagd, weil so langsam aber sicher muss das doch mal aufhören. Schau dir das mal an. Aber, naja, er hat sich ergeben. Ach, naja. Was zum... Ernsthaft? Das ging. Das haben die rausgepatcht. Die Arschlöcher. Das... Ja, doch. Also der Schütz vor dem Gesicht. Taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Beleza, rapaziada. Bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Da puta, pelo amor de Deus! Die mit ihrem Puta, also ich weiß ja genau, dass, was soll denn die Scheiße? Ich weiß ja, dass Puta, eine Beleidigung ist. Aber welche und... Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte ja gar nicht rein, aber... Oh, nehme ich gerne. Ah, jetzt kommt der Mist. Ja, jetzt weiß ich, was für ein Mist kommt. Ah, das wird ein Traum. Jetzt mal schauen, wo alle sind. Leck mich einfach. Und du auch. Du auch. Das wird jetzt richtig doof. So, dich hätten wir. Ach da. So. Wo ist denn hier noch einer? Ich sehe den gar nicht. Wo ist denn der? Hä? Weißt du, da kann nicht hier sein. Wo ist denn der? Ach, da sind die beiden. Aue. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? So, weg mit dir. Und weg mit dir. I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. Das war nicht gut. Aber so ungefähr muss man es machen. Man muss nämlich die Decke über diesen Bäcker herunterschießen. Aber ist nicht einfach. So ungefähr muss man es machen. So, jetzt geht er rüber. Und die beiden Spasten nieden mich bald um. Das macht nichts. Das einfach noch ein bisschen freischießen.
das ein bisschen falsch schieße. Verdammt, ich würde raus. Ich vergesse das immer, dass solche Zwischengegner oder Bosskämpfe ich mich da nicht heilen kann, wenn er mich zu sehr trifft. Also bei den normalen Geht's, da schießt man ja in den Kopf, zum Beispiel, jetzt sage ich jetzt mal. Und dann klappt das. Aber das geht ja hier nicht. So. Ganze Fassade muss auch noch kommen. Idiot. Jetzt bleibt doch in Deckung, Max. Ach, da muss es aber auch immer wieder schwerer, ey. Als es eh schon ist. So, jetzt muss ich aufpassen. Ja, ja, ist ja gut. Jojo, mach nur. Blindfeuern ist immer wirkungsvoll. So. Hab ich dich erwischt. Schön. Idiot. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crachá Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Rastet bald komplett aus. Na, wir kommen langsam zum Ende. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Geht schon wieder gut los hier. Und
Kopfschuss. Nee, ich hätte eigentlich hier lang müssen. Ist sicher. Hoffe ich mal zumindest. Gut, dann mache ich dich eiskalt und dann mache ich... wo ist eine andere? Wo sind die alle eigentlich? Ach man, jetzt kommen wir raus. Jetzt kommen wir aber raus. Na los. Ach man. Wieder so viele Polizisten. Ich frage mich ja, wo die überall herkommen. Ich kann mal die Eier wegschießen, wenn ich es könnte. Ach, und jetzt kommst du aus deinem Loch gekrochen, oder was? Das geht ja gut los. Wenn ich erstmal aus diesem Stück heraus bin, ist das andere ein Kinderspiel. Ja. In den Arsch geschossen. So. Eigentlich würde ich das ohne Laser haben. Kann man das nicht irgendwie... Ist alles Laser, Laser, Laser. Ist alles Laser. Ich will eigentlich keinen Laser haben. Ist zwar so an sich nett, aber... Na. Ist nicht einfach, damit zu zielen. Weil man halt immer wieder warten muss, bis der Laser sein Ziel gesucht hat, beziehungsweise gefunden hat. Und das heißt Einzelschuss für mich. Da ist doch immer noch nicht. So. Ah, das Kugel ist sicher. Ich brauche eine andere Waffe. Hier ist aber noch einer. War noch nicht die letzte Kugel. Ja, jetzt dort bleiben soll. Keine anderen? Nichts? Kannst du mir noch nicht erzählen, dass es alles mit Laser ist? Na gut. Auch wenn ich es ungern will. Ja, jetzt rieche ich mich auf über diese Waffe. Weil die einen Laser dran hat. Und ich mag keinen Einzelschuss. Also ich bin im Ego-Shooter-Modus. Aber dann ist es ja auch was ganz anderes. Falsch gelaufen, Max. Wo bringst du mich denn hin? Sagt eigentlich der Timer. Na, wir haben noch. Wir haben noch. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty free and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Warum hast du eine leere Waffe in der Hand? Komm mir auf zu zaubern. In die Eier geschossen oder was? Da ist schon viel besser. Na, wo sind die Arschgeigen? Kann ich hier lang? Nein. Kann ich hier rein? Ja, kann ich sogar. Wow. Ja, Pech. So einfach läuft. Na los, komm. Ich weiß ganz genau, dass du willst. Hat eigentlich weiter vorlaufen müssen. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. Jet. Sieht gut aus, oder?
Ah, genau, Waffenteil. Nee, ja doch, Waffenteil. Granatwaffe. Den habe ich auch nur einmal im Spiel. Abgesehen vom Early Player, aber das ist ja eine ganz andere Story wieder. Brauchen wir doch eigentlich alles gar nicht. So sieht's aus. Wir kommen langsam, aber wir sind schon näher. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Und das lasse ich unkommentiert jetzt mal. Moment. Ich lasse das jetzt mal komplett unkommentiert. Weil das ist die beste Stelle im Spiel. Glaubt mir. Viel Spaß. Ist das nicht geil? Das ist einfach geil. Traum. Ich habe ja wirklich Gänsehaut bekommen an dieser Stelle. Ich muss aber auch mal kräftig aufräumen erstmal. How do you get those things past the TSA? Oh, hier sind noch mehr. Through the airport. Ist das nicht geil gewesen? Ich hoffe nur, ich bekomme von der GEMA keine drauf. Ist mir aber auch scheißegal, ganz ehrlich, weil so ein Lied muss man einfach genießen. Da muss man nicht dazwischen labern oder sowas. So, wir nähern uns aber langsam oder sicher dem Ende von Max Payne 3. Stab halt. Dankeschön. So, wir sind bei 19 Minuten. Schade, den Peiner, genau. Ich starte den Timer nochmal neu. Weil ich mache das jetzt. Kommt drauf an, wie lange der Part jetzt wird. Entweder mache ich zwei Parts draus oder einen Part, ich weiß nicht.
Ah, verdammt. Ja, los, Max, schneller. Ah, das hat das noch. Okay, Leute, da muss ich mal einen kleinen Cut machen. Weil das war komplett aus dem Kopf raus. Gut, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part von Max Payne 3. Bis dahin.